Wir gehen heute miteinander an die Grenze. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Sollten Sie etwas brauchen, können Sie sich jederzeit an mich und meine zwei Kollegen wenden. Sie erkennen uns an den Leuchtwesten. Wir würden gerne hier nochmal im Bus ganz schnell kontrollieren, ob Sie alle Ihre Pässe dabei haben. Bitte kurz checken, sonst kriegen wir wirklich einen Problem. Der Grenzübergang Spielfeld mit seinem berühmten Grenzzaun liegt genau 13,6 Kilometer Luftlinie von hier. Der nächstgelegene Grenzpunkt genau 3,1 Kilometer. So, Sie müssen sich entscheiden, slowenische Seite oder österreichische Seite. Achtung, Achtung, wir kommen wieder auf österreichisches Gebiet. Achtung, Staatsgrenze. Und oben können Sie den Grenzverlauf ganz genau sehen. Da geht die Grenze so. Das heißt, die Wiesen da ist Österreich. Also der Bauer, der hat sozusagen ein südliches Grundstück bevorzugt. Und der Grundbesitz auf der jugoslawischen Seite. Rentier- und Steinbockknochen. Verschiedene Faustkeiltypen. Geben Sie die ruhig mal rum. Wofür ist die Grenze gut? Ist die zu meinem Schutz? Also ist da hinten gefährlich? Oder ist da hinten total super und ich soll nur nicht hingehen? Also da hat jede Grenze irgendwo ihre Psychologie, gell? Also wer soll vor wem beschützt werden? Und wie? Und warum? Und ist das Boot voll? Oder wann ist es voll? Ja. Ist er im zweiten Leben, ich habe ihn ja mal kurz die Italiener.